Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Last Epoch Let's Play. Genau, wir sind hier bei Tetima hängen geblieben. Ich hatte zwei Abstürze. Ich habe jetzt OBS komplett neu installiert und wieder auf C getan. Das ist ja, glaube ich, auch eine SD Festplatte. SSD, genau. Und jo, ich hoffe es einfach, dass es nicht mehr abstürzt. Aber ich denke, es ist wirklich, ja, die Festplatte. Leider. Aber gut. Sie ist uralt. Wahrscheinlich doch nicht gerade so gut für eben so Programme. So. Eben die Gegend ist so wunderschön hier. Haben wir im letzten Part so ein bisschen drüber geredet. Sie wurde eigentlich von einem sehr trockenen Klima zu einem Tannenwald, damit sie eher an Akt 7, was ihr Eisgebiet ist, angepasst ist. Das ist ja ganz in der Nähe. Und das haben sie halt schon längere Zeit einfach so trocken gehabt. Und es hat einfach nicht gerade so gut gepasst. Klimen. Zonen werden ja nicht immer sofort irgendwie ganz komplett anders sein. Jo. Was jetzt mit der Stadt ist, wird wahrscheinlich auch wieder so Koralle sein, dass es mal unter Wasser war und so. Werden wir gleich mal kurz sehen. Wir sind gleich soweit. Diese Gegend ist ein bisschen schlauchartiger geworden, oder was? Viele Spieler nerven sich, wenn es nicht so schlauchartig ist. Ich weiß nicht wieso. Ich würde gerne ein bisschen erkunden. Aber die meisten wollen halt durchrasen. Das ist halt das Schlimme. Als ob sie hätten irgendwie gar nie Zeit hätten für so ein Spiel, oder? Ja, ist ja klar. Aber sie nehmen sich ja auch nicht Zeit. Ich bin halt ein Genießer. Also ich tue es ohne ein bisschen länger machen. Ich muss nicht speedrunnen. Aber viele denken so, ja, nur das Endgame macht mir Spaß. Okay, ich rase durch. Habe ich auch ein bisschen gemacht, damit es euch natürlich mehr Spaß macht. Aber nicht so, dass man jetzt wirklich sagt, ich habe jetzt nur Stress, weil ich ganz schnell herumrase. Immer Heiltränke trinken muss, weil ich einfach zu schnell nach oben gehe. Ich würde gerne Gegner töten und ich habe irgendwie das Gefühl, die anderen nicht. Müssen wir aber auch kein Hack and Slay spielen. Ja? Ein Hack and Slay, das ist halt kämpfen. Und das ist nicht einfach das Spiel durchspielen. Die Spiele sind immer sehr viel länger. Also sind die meisten Spieler irgendwie nicht dafür gemacht oder was? Dass dann Spiele wirklich leer sind, solange kein Update kommt oder eine neue Liga? Finde ich ein bisschen doof für einen Entwickler, aber die verdienen auch viel. Oder können halt sehr viel verlieren, wie zum Beispiel Diablo 4. Wenn es einfach nicht passt, den Spielern, oder? Und ja, hier hat sich nicht so viel verändert, aber es ist ein bisschen düsterer geworden. So mit den Lichtern, mit dem Mondschein oder so. Ist es hier immer dunkel? Scheint hier der Mond die ganze Zeit? Keine Ahnung. Oh, die Dingeform, die Spriggenform, die macht so viel Spaß. Der Werbär ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen, ja, ich muss einfach die zwei Tasten immer abwechseln. Hier eher ja, auch zwei, aber zwei, die nebeneinander sind. Und mir machen beide viel Spaß, klar. Also so viel Unterschied ist es auch nicht. Ist einfach ein toller Bild, der unglaublich viel Spaß macht. Ja, aber der Werber ist nicht so stark. Ey, ich habe jetzt mehrmals auf Verwandeln geklickt. Und der tut sich einfach nicht verwandeln. Okay. Ja, die haben irgendwie in dieses Game, auch in Sacred 2 ist es, dass wenn du gerade irgendwie angegriffen wirst, du einfach nicht dich verwandeln können, weil die Gegner dich sozusagen minimal stunnen, oder? Ich habe nie das Gefühl, die Gegner stunnen mich stark, weil wir irgendwie auch nicht so viel gestunnt werden können scheinbar. Und danach, dadurch ist es nicht mehr so hot. Wie stark das ist. Ich habe immer noch zu wenig
Nekrotik, Widerstand. Das war nur dieser kleine Kurz, also er war schon länger, aber ich bin eigentlich davon gelaufen. Und das hat so schnell Schaden gemacht, dass ich nicht davonlaufen konnte. Bin sofort gestorben. 2% haben wir. Ich brauche irgendwie Items mit Nekrotik-Widerstand. Wie? Ich habe keine. Also müssen wir nachher schauen. Der Boss macht aber keine Nekrotik-Schaden. Doch, macht Nekrotik-Schaden. Gut, also wir müssen jetzt sofort eigentlich noch kurz Items austauschen. Das geht so nicht weiter. Der Drago ist einfach leichtsinnig. Hat sich nicht drum gekümmert, der Paule. So ein Tod ist einfach unnütz, aber hat man einfach, weil es ist alles schwer gemacht worden in diesem Spiel. Resistenzen sind irgendwie wichtig in diesem Spiel als in anderen Spielen. Oder zum Beispiel Path of Exile einfach am Ende gehen. Aber hier hat man ja keine Minuswiderstände dann und es sind einfach diese vielen Items-Bonis, die einfach es unnötig machen, da richtig viele Resistenzen zu bekommen. Also wenn man denkt, so Doppelresistenz-Items, die gibt's kaum. Das ist dann der Schwierigkeitsgrad. Und ich habe gesehen, ich habe noch 3% gehabt, aber das war wahrscheinlich dieses Endurance. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Hier Doppelresistenzen, aber die falschen. Der Ring kann ich auch mal austauschen. Also gehen wir mal kurz. Und die zwei Items haben wir immer noch nicht. 33 und 35, okay. Welche Knopf? A-Knopf habe ich. Als Stadtportal. Der Urzeitwolf, cool. So, liebe Entwickler, macht endlich diese Ladezeitenprobleme weg. Das ist dieser Leerlauf, der das Spiel hat. Irgendwie falsch programmiert, gerade momentan. Ja, jetzt. So, und jetzt einfach keine Crashes in diesem Part. Dankeschön. Man hat einfach irgendwie Probleme mit den Games heutzutage. Ich habe jetzt ein paar Spiele dieses Jahr geholt und jedes Spiel hat irgendwie Probleme. Ah, da oben ist die Kiste, glaube ich. Ja. So, also wichtig. Ich brauche Nekrotik. Wie heißt es auf Deutsch? Name K. Typisch deutsch. So, also Nekrotik-Widerstand. Gift-Widerstand brauche ich momentan nicht. Physischer Widerstand ist sehr wichtig momentan, also eigentlich immer. Nekrose-Widerstand, Diener. Dornenschaden haben wir nicht, also müssen wir jetzt nicht mehr haben. Haben wir hier nicht noch ein Set-Eid? Genau da. Ja, ist jetzt auch nicht gerade stark, so umwandeln. Doch ein bisschen Probleme. Leeren Widerstand brauchen wir momentan auch nicht. Ich tue die dann irgendwie vorne hin. So, und das soll reichen. Vielleicht haben wir noch kurz ein größeres Item, ein Ausrüstungs-Item. Nö, wahrscheinlich nicht. Also ihr seht jetzt gerade die hell sind, oder? 16. Ich brauche das nicht. Die Rüstung ist jetzt momentan echt unnütz. Wo war's? Da. Das Schild. Da war es irgendwo. Kältewiderstand, alle Widerstände. Kein, ja. Ist ab Level 50. Ja, nehme ich nicht aus. Wir machen jetzt weiter. Das Portal. Richtig. So. Also jetzt haben wir einfach das Problem, dass wir noch nicht so weit sind. Meistens Unix tragen, die sowieso keine Resistenzen haben. Also einen vielleicht oder so. Oder auf dem blanken Item ohne die Bonis. Oder die Item-Bonis vom
Item-Typ. Dadurch haben wir einfach jetzt momentan zu wenig Nekrotik-Resistenzen gehabt und es eigentlich nicht gemerkt. Ich habe es, glaube ich, mal gesagt. Ich habe es schon gemerkt, aber hätte ich reagieren sollen dann? Aber eben, wenn man jetzt gerade sehr viel denken muss und so, dann hat man nicht so das Gefühl, man merkt es oder man macht es auch. Ja, da muss man fleißig sein, wenn man nicht sterben will. Oh. Ja, das hilft mir sehr viel weiter. Dankeschön. 17. Das heißt 59. Wow. Und ich dachte, ich brauche noch ein extra Item. Ja, es ist wirklich... Diese... Also, wenn sie so nach oben gehen, dann heißt sofort weglaufen als Nahkämpfer. Da seht ihr wieder mal, wie Nahkämpfer es einfach Probleme gehabt. Habt ihr gesehen, der hat gerade so Moonwalk, also so stehen geblieben. Oder beide Skelette, die haben sich verfangen oder so. Die sind einfach ohne Beinanimationen gelaufen. Ja, das Spiel ist eben noch ein bisschen auf einem sehr frühen Status. Aber es macht so unglaublich viel Spaß, wenn sie das schaffen, jetzt wirklich ein bisschen fleißiger werden, ein bisschen mehr Leute auch einstellen können. Holt die von den Straßen und erklärt ihnen alles halt, aber ja, dass es wirklich schneller geht. Und dann habe ich das Spiel so gerne, dass ich es eigentlich immer spielen möchte. Habt ihr das manchmal auch, dass ihr einfach sagt, jo, jetzt muss ich ins Bett oder so und dann habt ihr einfach so mega Lust, noch das Spiel weiter zu spielen. Ich habe es extremst momentan. Also vor allem Sacred 2. Diese offene Welt und so, die fehlt mir völlig hier. Auch die Items, die einfach so richtig random droppen können. Meistens sogar auch einfach gute Rares sind. Ist zwar nicht ganz so motivierend jetzt, ein Unique zu finden, das ein Rare ist oder ein Set-Item eher. Aber ja, und da gibt es dort auch legendäre Items. Sacred 2 ist auch ultra motivierend. Aber es ist verdammt nochmal schwer. Also ich habe jetzt mehrere Parts noch in der Hinterhand, weil ich ja nicht so viel Zeit hatte. War ja weg, Sport machen. Und ich habe es einfach gemerkt, es ist ultra schwer. Also du bekommst einfach viel mehr Schaden über. Oh, der wieder mal. Dreadfang oder wie er hieß. Drahlstich auf Deutsch, ja. Spiele können halt schon süchtig machen, das ist wahr. Dabei will ich gar nicht süchtig sein, weil ich eigentlich nebenbei spielen möchte und nicht als Haupthobby. Dennoch eben, ich euch habe, ihr zeigt mir einfach, ich muss spielen, ich will euch etwas bieten. Und das ist halt einfach das Schöne für mich, oder? Ich kann für andere da sein. Weil es mir schon sehr gut geht, trotz Krankheiten, trotzdem, dass ich nicht so viel Geld bekomme. Ich bekomme sehr wenig Geld übrigens über, weil ich einfach nicht gut Jobs machen kann. Und bei der heutigen Arbeitsbedienung, dass du eigentlich immer da sein musst, du musst immer auch sehr viel arbeiten, ja, wenig Pausen machen und so, ist es halt einfach kaum möglich für mich zu arbeiten. Und dann werde ich aber natürlich auch nicht so unterstützt. Das ist es eben. Und bin ich so gerne unter Menschen, wenn sie sich natürlich auch verhalten. Weil ich bin dann wieder derjenige, der alles bezahlen muss und so. Und das kann ich einfach nicht. Ich habe jetzt auch mich zwingen müssen zu sparen, bis ich Cities Skylines 2 kaufen könne. Jetzt habe ich das für 100 Euro in der Ultimate Edition für euch ja, ausgegeben. Jetzt muss ich noch bis zum 20. Oktober warten, bis ich spielen kann. Bis es rauskommt. Und ja, ich bin eigentlich der glücklichste Mensch, weil ich liebe einfach Aufbausimulationen, wie zum Beispiel so Städtesimulationen. Und bin ja mit Cities, Dingen aufgewachsen, mit SimCity. Ohne Team World, wie es hieß. Ja, Team Park zum Beispiel auch. Und Rollercoaster Tycoon. Dann später auch Locomotion, das war glaube ich 2003 oder 2004.
Ja, es macht einfach ultra viel Spaß, genauso wie Hack and Slays. Sehr viel Motivation und alles. Ich fühle mich jetzt gerade so zäh wieder und so. Richtig toll, wie der Bild. Ich auch ein bisschen verändert. Oh, der teilt sich sogar auf. Ja, das ist... Oh, schönes Wasser, die Gischt. Wow. Da hat sich aber jetzt wirklich nicht viel verändert. Die Gischt ist dazu gekommen, diese Lichter, glaube ich, oder die habe ich einfach nie gemerkt. Noch ein bisschen außerhalb vom Bildschirm. Knapp. Ast- und Angriffsgeschwindigkeit brauche ich nicht. Ja, das... Es ist einfach, die Entwickler schaffen es schon sehr zu motivieren, obwohl das Endgame jetzt nicht unbedingt sehr motivierend ist. Also mir macht es Spaß, egal ob ich 100 Mal dieses Level mache oder dieses. Es macht mir Spaß. Nur es dauert auch ein bisschen zu lange, habe ich so das Gefühl. Ich denke immer so, ich muss immer so einen starken Charakter haben, damit es schneller geht. Aber dann geht es mit ihm auch nicht so viel schneller, weil sich diese Leiste nicht aufbaut so schnell. Aber, jo. Nee, es ist, muss sich gar nicht so extrem nerven über irgendwas. Ist einfach so. Man akzeptiert es, wartet einfach, bis es besser wird. Und schaut auf die guten Sachen und nicht auf die schlechten. Das ist immer so diese Sache. Die Leute in der Moderne schauen nur noch aufs Schlechte. Megastun. Hey, oh, es ist doch sehr, sehr toll, das Spiel. Klar war ich bei manchen Updates ein bisschen enttäuscht, oder? Ja, hab so gesagt, ja, das Spiel sei nicht gut balanciert oder so, aber das kann man ja. Es ist einfach gekauft oder holt einfach durch das Spiel und habt dann das Gefühl, ihr müsst gar nicht spielen, geht zum nächsten Game oder kauft einfach viel zu viele Games, habt gar keine Zeit mehr und so. Und die Entwickler so, ja, was müssen wir denn alles noch machen, damit die Leute länger bleiben nach einer Season oder nach einem Patch? Man kann so viel Spaß haben im Games und die meisten schauen sich das Games gar nicht an. Kaum. Sind gleich dann wieder weg. Das macht einfach sehr viel Spaß, wenn man es nutzen kann, wenn man es... Oh ja. Feuerresistenz ist auch schwach. Aber schön, dass ich das jetzt wieder ein bisschen austesten kann als Nahkämpfer. Ich müsste eigentlich nicht so in den Nahkampf gehen. Aber ja, die Gegner kommen ja automatisch beim Spammen. Die gehen einfach ein bisschen zäh, weil sie nicht immer angreifen. Das Dornenschild, da muss einfach der Gegner auch ein bisschen angreifen, damit es losgeht. Das ist doch lieber mit dem Werber und einfach mich angreifen, bitte. Ich glaube, ich muss irgendwie die Wölfe wegmachen. Die lenken einfach zu sehr den Gegner ab. Dann geht es wieder über Länge. Die halten ja sowieso nicht viel aus. So. Machen wir das hier kurz weg. Wir nehmen jetzt mal den Totem. Der schützt uns dann kurz, wenn wir in der Menschenform sind. So. Wölfe sind weg automatisch, wenn ihr die nicht unten in der Skillleiste habt. Meine Stimme ist wieder sehr, sehr allergisch eingeschränkt. So, und ja, jetzt nach diesem Part werdet ihr einfach dann im Livestream natürlich weiter sehen können. Müsst es aber nicht. Ja, ich werde natürlich schon ziemlich weit sein dann nach dem Livestream, wenn es gut läuft. Jetzt habe ich 19 Minuten, glaube ich. Ja, 20 Minuten fast. Jetzt könnte es bald abstürzen, aber ich habe ja eben OBS jetzt auch wieder auf eine andere Festplatte. Also es sollte eigentlich
gut laufen. Ansonsten bin ich dann einfach plötzlich wieder weg. Ich glaube, ich sage immer so ab 20 Minuten kurz Tschüss. Nein, also wann ist es 27 oder so abgestiegen? Ja, so zweimal gecrashed. Und beim dritten Mal darf ich das Game gar nicht mehr starten. Das stürzt dann mit einem Bluescreen ab. Das ist wirklich irgendwie an der Festplatte, dass Windows so sagt, nö, ich mache jetzt mal einen Bluescreen, weil ich das so schön finde, so schön blau. Ja. Was ist mit der Technik los? Wird nicht mehr auf die Technik geschaut. Eben dieses Spiel hat immer noch so einen mega GPU-Verbrauch und so. Alte PCs können das Spiel einfach gar nicht gut spielen und neue haben irgendwie auch die gleichen Probleme, obwohl sie viel mehr Leistung haben. Ist das so ein Leerlauf im Hintergrund? Oder was? Oder eben, dass Unity Engine dann immer so mega schaut nach einem Absturz und dann noch viel mehr Leistung verbraucht, oder? Das ist ganz komisch. Das sind einfach so Schutz und so Internet Sachen dann an. So fünfmal einfach Prozess an. Frage mich nicht. Was muss Unity denn irgendwie rechnen? Wieso müssen überhaupt Games mehr rechnen, oder? Das ist so unnütz. Es ist vielleicht schon die Sicherheit, die sie haben wollen, aber muss das so Probleme machen beim Aufnehmen? Es ist wirklich nur, wenn man aufnimmt, Videos aufnimmt. Aber gut. Also jetzt hatte ich auf D das Programm. Damals auf F. Ich könnte es auch mit F probieren. Aber ich habe drei Festplatten. Zwei sind drin und zwei sind draußen. Und das sind alle SSD. Und trotzdem so mega Probleme. Und ich hatte nie Probleme mit HDD-Festplatten oder HD. Ich weiß nicht genau, wie man sie nennt, aber ich schaue nicht so drauf. Also, ich bin sehr erfahren, zum Beispiel im Fußball, im Reisen und so. Sehr erfahren. Ich reise zwar nicht viel, aber ich schaue mir sehr viele Infos an, wo ich hinreisen könnte oder so, wenn ich es dann auch mache. Aber am PC, ja, ich will natürlich Games machen, ich schaue schon, dass ich da irgendwie etwas weiß über Games. Aber so Festplatten, Prozessor nicht. Ich wusste nicht mal, wie viel meine Festplatte stark war vor zwei, drei Jahren. Ich wusste einfach gar nichts über meine Festplatte. Und jetzt, ja, weiß ich natürlich schon fast alles, aber ich bin froh, dass ich eine gute Festplatte habe. Und Prozessor sowieso und Grafikkarte weiß ich eigentlich schon für immer viel. Aber ja, ihr kennt es, dass ist immer wie teurer, wie größer die Festplatte ist. Und das extremst, das geht extremst nach oben. Deshalb immer ein bisschen, also so Mittelfeld plus kaufen. Das spart ihr extrem viel und sie sind nicht viel schlechter. Also eine 4090er. Was ist das für ein Preis? Ich glaube 1400, oder? Einfach so, so eine 4090. Keine Ahnung, wie sie noch heißt. Die beste, also zweitbeste. Titan gibt es, glaube ich, wieder eine neue. Und das ist dann total übertrieben. Das nützt ja gar nichts. Also kommt hier nicht viel mehr Leistung. Und wer zahlt? Ja, diese Mega-Profis, die sie sich nennen. Und wer Profis? Was sollen sie das Geld verschwenden? So, noch einen und dann müssen wir, glaube ich, vorne links irgendwo ein bisschen fertig machen, bis wir unten rechts dann wieder mehr ausgeben können. Aber ich kann ja nachher schauen, noch mal kurz im Bild. Oder während dem Livestream dann eher schauen. Ich werde jetzt nicht so viel langweiliger spielen. Ne? Blitz. Könnten wir einen Blitz gebrauchen?
zu wenig Schaden. Ich glaube, das ist Thunder oder so, wie es hieß. Deutsch ist es einfach Blitz, nicht Donner. Also manchmal bekommen wir noch ein bisschen viel Schaden, ja. Ah, damit mit zwei. Rüstung mit Schild, ja, das ist natürlich nur physisch. Oder ist es allgemein? Ich glaube, das ist nur physisch. So. Jo, hier haben wir keinen Waypoint. Ich habe immer ein bisschen Angst vor dem Abstürzen. Könnte beim Boss passieren, aber sollte gefixt sein. Ja, ich habe immer gedacht, es wäre die Festplatte. Immer gedacht, aber ich brauche halt einfach Leistung und das gibt es halt meistens. Beim. Ich muss hier, glaube ich, Stabildauer und so noch hoch. Ich mache, glaube ich, hier Stabildauer. Mir ein bisschen wichtiger. Und dann skillen wir halt wieder um. Das ist in diesem Game ja wunderbar. Okay, wieso hast du dich zurückverwandelt? Jet hast du gedückt. War das nicht ein Geräusch von Diablo 2, dieses Typen? Dieses Level-Up-Geräusch gewesen? Ähnlich. Okay. Cool, dass es auch so Sound-Easter Eggs gibt. Und schön, schön. Aber was das genau war, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Muss nur hinterfragen. Heute habe ich wieder so Leuten gut getan. Ja, ein bisschen Höflichkeit, ein bisschen helfen. Ich bin einfach sehr gerne irgendwie am Aufräumen, weil die meisten Leute in unserer Wege, ich wohne in einer Wege, Leute, die ein bisschen Unterstützung können gebrauchen, im Haushalt und so, die einfach keinen Beruf haben, wie ich, wenn ich krank bin, diese Nervenkrankheit habe, dass einfach ich den Leuten helfe, ohne irgendwie zu sagen, hey, mach du doch das Liebe. Ich sage auch nicht faules Stück oder so. Muss man ja eigentlich auch nicht. Die sind selber schuld, wenn sie nichts machen. Na, hast aber einen schönen Tag, hast aber auch viel zu tun. Es tut den Tag füllen. Mir wird es immer ein bisschen sehr schnell langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Ich muss immer etwas machen, ich bin sehr aktiv. Ich tue eben Fußball spielen, das gibt so viel Energie, da musst du einfach etwas machen. Da musst du deine Körper auch bewegen. Und ja, in einem Hack and Slay brauchst du auch ein bisschen den Körper bewegen. Also ich tue es einfach mehr als andere Menschen. Ja. Da freust du dich einfach sehr. Du bist einfach so der fröhliche Mensch, oder? Boah, da gab es einen Leck. Das ist so ein Team-Warp. In Diablo 2 gab es da wegen schlechten Servern immer so diese Backwarps. Aber das war jetzt gerade, ich setze den Q ein, Rampage, oder? Also Ansturm, glaube ich. Und ich bin dann plötzlich an einem anderen Ort, also wäre ich teleportiert. Okay. Weil das Spiel dachte, ja, ich zeige, dass es du nach links gehst oder abgebrochen hast. Aber das Game tut sich zurückworben, weil es denkt, er hat einen Fehler gemacht durch das Internet, oder? Und dann wird es einfach dorthin geworbt, wo es nicht abgebrochen wurde, oder? Komisch. Aber so ist manchmal das Internet. Schön! Aber ich bin so froh, dass ich wieder weiterhin Step hoch Let's Playen kann und Livestreamen kann, denke ich. Und ich freue mich hoffentlich auch, wenn ich irgendwie das mit Minecraft den Abstürzen mit Fehlermeldung 1 beheben kann. Aber er kann mir helfen, oder? Ich habe irgendwie auch nicht mehr das Gefühl, dass ich so viel Minecraft spielen muss. Hytale erscheint auch bald und dann spiele ich sowieso Hytale mal. Ja. Ich hoffe es, weil es macht schon sehr viel Spaß.
bin halt einer, der wirklich auch gerne baut. Ich kenne viele Minecraft-Spieler, die bauen sich einfach so eine Holzhütte und dann sind sie fertig. Vielleicht noch eine Farm, klar. Ein paar Monster-Spawner, also Monster-Fallen. Und das war's. Und ich baue Städte, Burgen. Wie viele Burgen habe ich eigentlich hier auf YouTube schon gezeigt? Hä? Ich glaube, den brauche ich nicht, aber ich mache sicher wieder ein Blitzbild. Es gibt ein Blitzbild, der hat einfach mal 2 Nekrotik- und Giftresistenzen. Im Endgame. Hä? Wie soll denn das gehen? Dass es 1000 Millionen Wort hat? Schon, aber hast du das auch schnell wieder verloren? Keine Ahnung. Aber manche Builds, die veröffentlicht werden, die funktionieren einfach nicht. Habt ihr ja gesehen. Ah, schau, jetzt sieht man auch diesen Maelström, aber ganz, ganz schwach. Ein bisschen dunkler als das Sand hier. Aber in anderen Gebieten, nein, das ist es nicht. Und der macht halt auch ziemlich Schaden. Der macht übrigens ungeskillt schon viel Schaden. Nur einfach zu wenig für den Hauptangriff. Also ich brauche hier Ausdauer und Rüstung. Das muss ich auch noch skillen. Elementaldurchdringung brauche ich. Ich mache lieber die Attribute noch ein bisschen höher. Ja, die skalieren halt schon ziemlich gut auch mit Damage. So, wir haben schon 30 Minuten, 31, 40. Ich tue jetzt die Quest hier noch Ding und dann mache ich einen Livestream ab hier. Okay, ich habe sowieso einen Absturz. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Dragobasel. Tschüss.